So, wir sind jetzt wieder hier in der Grotte mit Goldir und haben immer noch diese Tür vor uns. Diese Tür, die wir bis jetzt noch nicht gezwungen haben, bin da einmal rein. Ist gescheitert. Und ja, jetzt kommt Anlauf Nummer 2, würde ich etwas sagen. Und ja, prüfen wir mal. Mal ganz kurz unsere Ausrüstung, was wir da auch alles wirklich angelegt haben, was sinnvoll ist. Gucken nochmal, was wir so alles haben. Ich habe jetzt auch die UI nochmal umgestellt. Mal gucken. Also wurde ja immer nicht angezeigt, was die Gegner so haben, um es so ein bisschen realistischer zu machen. Also man sieht ja auch keinen Lebensbalken, wenn man gegen jemanden kämpft. Das sollte so ein bisschen hier eingebaut werden. Allerdings macht das das auch ein bisschen schwieriger, weil man dann nicht wirklich einsehen kann, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, wen man jetzt gerade zum Beispiel abzielen sollte. Ne? Das ist nicht ganz so einfach und deswegen werden wir das jetzt mal ändern. Und genau, so, ich guck mal nochmal ganz kurz. Ich habe schon, ist es auch einhändig oder zweihändig? Das macht Schaden 9, das macht Schaden 5. Dann werden wir das, wenn wir es zweihändig machen wollen, einfach so machen. Den Iron Dagger jetzt tatsächlich mal raus. Mit dem Stahl und dem Eisenschwert müssen wir das dann jetzt wohl machen. Okay. Bin eigentlich großer Fan von kleinen Dolchen, aber das ist, glaube ich, hier noch so ein Anfangsdolch. Brauche ich mal irgendwann einen besseren. So, gucken wir hier einfach nach, ob wir alles haben, was wir brauchen. Könnte zum Beispiel auch überlegen, ob man für solche Sachen mal ein Schild benutzt. Vielleicht auch gar keine so dumme Idee, aber vielleicht sollte ich. Also ich bin ja eigentlich eher so dafür. Vielleicht wäre es sinnvoll, den auch mal zu rushen. Das habe ich auf dem Kopf. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Bringt mir eigentlich auch nichts. Also so für den Kopf habe ich nicht ganz viele Sachen. Und ich glaube, meine Tastatur belegen muss gerade schon. Wenn ich rechts klicke, geht die linke Waffe los. Und umgekehrt. Okay. Wir sollten Walsveran stoppen, ehe er hier noch mehr Schaden anrichtet. Also gut. Also gut. Also gut. Bruder, du sagst es, also gut. So, ich werde trotzdem hier schon mal meinen Bogen ausrüsten. Ich werde mal versuchen, den Typen zu targeten. Aber. Hier treffe ich ihn eigentlich nicht. Man geht halt gleich nach. Schon spooky hier alles. Die Toten sollten den Lebenden dienen, nicht umgekehrt. Was?
Oh je, Mini. Wir sollten Walsveran stoppen, ehe er hier noch mehr Schaden anrichtet. Das stimmt schon, aber so mächtig sind wir ihn doch nicht. Ja. Und lasst mich allein, damit ich Tante Agna und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. Dankeschön. Gute Sache. Das sind ja nicht mehr wirklich deine. Das sind ja hier Tote. Kann ich eigentlich da rausgehen? Ist das nicht? Ja. Kommst du mit? Oh, ein orkischen Boden. Ja. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier wahrscheinlich, ne? Du kümmerst dich jetzt um. Ich frag nochmal. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, mach's gut. Mach's gut. Schön. Ah, was ist da? Nee. Ja, ein bisschen Geld hat man ja schon verdient. Wollen wir nochmal ganz kurz gucken, ob ich jetzt sogar mit Plus rausgegangen bin. 89, nee, ungefähr genau so viel. Ist nicht so schlimm. Das Geld hat sich trotzdem... Ach, jetzt wird 1000. Schön. Schön. Speichern wir jetzt erstmal. Dann rennen wir mal hier raus. Sehr gut. Ich glaube, auf den Schreck werde ich mir jetzt mal erstmal eine Zigarette anzünden. Aber erstmal rollen. Das ist der Weg hier nach draußen. Oh, es ist. Es ist wieder hell draußen.
schön. Man rutscht hier runter. Ich hab den Vorsprung stehen. Ja. Sehr, sehr angenehm. Wieder eine gute Tat getan. Der Bogen, muss ich sagen, wenn man den jetzt hier von so von weiter hinten sieht, eigentlich ganz hübsch. Kann man nicht meckern. Der orkische Bogen, den ich bekommen habe, der macht, glaube ich, aber genauso viel Schaden. Ich werde aber beide mal weiter behalten. Den Rest werde ich kaufen, wenn ich mal wieder in der Region bin, wo es Händler gibt. Außerdem muss ich mich auch wieder gut verlangen. Noch mehr Detektivsgilde anschließen, weil ich das DS-Gut natürlich auch loswerden muss beim Hehler. Da werde ich nicht drum rumkommen, aber das wird auch demnächst passieren. Das ist klar, wenn man dann in die Städte geht und dann ein bisschen questet. Aber man hat ja auch, ich mache ja auch so Quests schon währenddessen, kann ich den auch mal ein bisschen Leuten bei Problemen am Straßenrand mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ich denke, das ist eine sinnvolle Sache. So. Die Zigarette ist fertig gedreht. Würde ich sagen, legen wir mal los. Denken wir ganz schön große dazu, Städte für die Toten der Familie. Ganz schön dekoriert. Ah, da ist er wieder. Naja. Vielleicht ist er sowas wie der Art Friedhofsrechner oder sowas. Das wäre ein Blümchen hier nicht. Ich muss mich noch ein bisschen was. Ich habe ein paar Sachen schon identifiziert. Ein paar Sachen, die man so. Und die man eigentlich nie machen kann. Das hat man auch gesehen bei dem Let's Play, was dann leider nicht aufgenommen werden konnte. Genau, aber bei weitem nicht alles. Ne? Viele Stoffe fehlen mir auch noch. Das ist kein Schaden. Ja, Bergkuchen. Wenn man von was viel hat, kann man auch viel kombinieren. Ich bin wieder entgegen, aber ich habe hier schon was gesehen. Da liegt eine Leiche. Eine Banditin, glaube ich. Das war eine Überraschung. Verdammt! Junge, hast du den Bogen runtergeworfen? Wer ist denn wohl dahin? Oh, warte mal. Da unten liegen noch mehr Leute. Was ist denn hier passiert? Gab es da irgendwie Probleme zwischen euch drin? Oder was? Da will man immer so ein bisschen durch die Gegend spazieren, wie nach oben. Und dann gleich so. Ups. Ups. Muss das noch machen. Ja, und da was man sich das immer noch genauer macht. Das ist ein Grafikfehler, den werde ich. Ja, so eine kleine Rebellen. Das ist halt nicht. Ja.
runtergestürzt. Naja. Ist leider kein Name möglich. Hinten ist eine Burg. Habe ich ja schon schlechte Erfahrungen manchmal mitgemacht. Läuft doch mal lang, wie man sieht. Werden wir uns mal vorsichtig nähern. Man weiß ja nicht, vielleicht ist es auch nur ein Kloster. Und die Leute sind vor Ort vielleicht ganz nett. Wir waren zwar ein bisschen offensiver. Okay, zücken schon die Waffen. Machen wir das anders. Hat das auch nichts bedeuten? Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich will ja auch niemanden umbringen, der mir vielleicht weiterhelfen kann oder Quest gibt oder was. Ne? Das wäre ja auch Quatsch. Ich probier's nochmal. Wenn nicht, dann verstecke ich mich nochmal im Gebüsch. Okay, müssen wir das anders machen. Tja, Junge, das war's mit dir.
Das ist ja schon dramatisch, die Szenen, die sich hier abgespielt haben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt in dieser Episode hier einfach mal dieses Fort leer. Und dann haben wir ja wieder was zu tun. Nehmen wir das mal an. Das hier hat es nicht. Das sind Nahrungsmittel auf jeden Fall. Damit wirken jetzt eigentlich alle. Und draußen rumgewandert sind, mal weg sein. Schon schief gehen. Was war das? Hier drüben! Was ist das? Das war wohl zu viel. Okay. Okay. Dann lassen wir das mal. Wir haben uns jetzt wieder zwei magische Leute. Ja.
Was? Das hat wieder nichts gebracht. Bin zwar näher rangekommen, konnte auch einmal 3 von Schaden machen, aber irgendwie ist meine Rüstung wahrscheinlich auch nicht feuerresistent genug für diesen Fall. Was war das? Was war das? Hallo? Mit mir liegt man. So ist das wohl. Ist da jemand? Gut, wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass wir eine Person schon haben. Gehen wir wieder rein, die jetzt hier nur rumpatrouillieren. Zwei Leute sollten hier oben sein. Was? Thank you.
ein bisschen das, was ich kann im Moment noch. Kann schon gut sein, ja, ich bin ja auch nicht wirklich sehr elaboriert. Im Nahkampf zum Beispiel, ja, das ist nicht spezialisiert auf irgendwelche Sachen. Aber vielleicht finden wir hier raus, wer oder was hier passiert ist. Ist da jemand? Okay, wir gehen weiter zu unserem Ziel, wo wir hin wollten. Das scheint hier ein bisschen aussichtslos zu sein. Ist ganz gut gelaufen mit den Drogen am Anfang, aber ab dann ist es schwieriger, wenn wir aufeinander kommen. Im Nahkampf habe ich Defizite. Jetzt festgestellt, das muss ich jetzt mal abstellen und ein bisschen üben. Und dann kann es weitergehen. Das ist hier. Sehr schön. Ja. Wir hatten da hinten noch so eine. Ja. Na cool, chill. Was wollt ihr, Kätzchen? Ihr braucht etwas? Thank you.
Ich habe ein Plugin installiert, bei dem man campen kann. Allerdings möchte ich die Camping Ausrüstung noch nicht. Insofern habe ich mich noch nicht ganz damit beschäftigt, was genau das Campen beinhaltet. Dazu muss man die Serpentin hoch. Und dann. Demi, ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Da holt einen der Realismus wieder ein. Naja. Gott, ich kann echt nicht weit gucken. Sounds machen, aber sonst ist ja auch nicht sehr viel. Ich muss mal drücken speichern. Ja klar, wenn so viel Wasser verwirbelt wird, dann ist natürlich klar, dass Tropfen in der Luft bleiben.
muss mal tatsächlich zur Magie-Schule gehen, auch ein bisschen mehr. Natürlich auch eine kleine Stelle suchen. Oh, das sieht ja wunderschön aus, das Bild. Und jetzt sind wir wieder völlig überrascht, wir haben auch nicht gesehen in der Tarnung. Solidarisch auch dazu versiegelt, dann wäre ich anmerkt und alles. Das ist wirklich völlig inadäquat. Solidarität kann man hier auch nicht gegeben. Das kann das stimmt. Oh, wieder Klinken. Und natürlich ein bisschen cooler, wenn es zum Leben kommt. Wenn man schon hat. Ein Lufttröpfchen auch dann. Und nun, hier kann man auch mal schön sehen und finden. Kommt mein Ziel schon immer näher, ich bin gleich auch da. Vielleicht hört ihr kurz im Nebel auf, vielleicht ist es einfach jetzt hier auch eher spannender. Sollte ich mich hier hin machen? Mein Platz hin ist ja doch ein Ort. Das habe ich schon mal gelesen, aber das ist sich gänzlich unbekannt. Ja, dann werde ich mich. Ich werde jetzt hier hin machen. Das wird, mein Ziel auch sein. Vielleicht nicht für diese Folge, aber. Das ist natürlich auch schön, dass es so unwichtig ist. Wir haben dann gerade so unwichtig gesehen, ja, wenn ich das dann wieder so ein Posten habe. Ich habe auch mal was gesehen. Oder ist das eine Patrouille?
gerade so die Silhouetten von den Menschen, die reden und so. Das war halt so schön eigentlich. Ich glaube, ich habe mich einfach verstanden. Ich meinte, diesen Hügel dort. Aber wahrscheinlich ist das vielleicht nicht so. Ich bin immer. Ich bin nicht mehr Mitternacht. Das dauert noch eine Weile, bis der Himmel so ist. Das ist ein bisschen super, ne? Schon wieder so, als wäre ich hier sicher. Ich werde jetzt mal kurz hier warten. Vielleicht müssen wir es probieren, ich denke. Das ist ja unfassbar cool, der Platz hier. Oh mein Gott, ich stelle mir das mal vor, man kann hier sitzen, mitten in der Schulleicht. Das sind doch, das sind Arbeiter. Hey. Ja. Ja. Hey, Ja.
Hä? Okay, okay, cool. Ja, dann quatsch mal halt nicht. Ja, bitte. Hey, du. Du mit. Ja. Ihr braucht etwas? Ja, kann schon sein, warum? Vielleicht mir alle so gut angeboten. Okay. Wenn da mal jemand vorbeikäme und kann man unterhalten, kann man sein. Ja, ich würde jetzt hier hochkrabbeln und dann werden wir die Folge mal beenden und dann mal wissen, was das hier ist. Ich glaube, dieser hin kriegen können wir nicht auf der. Naja. Vielleicht auch nur die Aussicht genießen, wer weiß das schon. Ja, wenn es hier wegen dem Herz sind, dann kriegen wir auf jeden Fall mal Kasse bieten, das ist klar. Fuck, was? Keine Plattform hier oben. Das kann man nicht mal ahnen, was da hinten ist. Ein Panorama auf einen Laden oder so. Schade, na gut. Du musst ja auch ganz schön eine Bruchbühne hier überwachen, da würde ich mir ja echt noch verarscht machen. Ja, sehr, sehr schön hier oben, muss man ja sagen. Bisschen wortkarg, die Leute, aber naja. Was soll's, kommt drauf. Muss ja auch nicht immer sofort mit dem Quasseln loslegen. Ich gucke nochmal kurz die Karte, wo wir sind. Und ich bin eigentlich schon da, wo wir hin wollen, weil das, was wir eigentlich untersuchen wollten. Ich glaube, ich würde jetzt gerne. So, und dann kann man sich die Inseln mal angucken. Gut, ist bestimmt was los. Und dann werden wir mal weiterlaufen. Und zwar nach Riften. In Riften, was ich glaube, wie man das ausspricht. Genau, und dann danach werden wir uns mal wieder ein bisschen zu sortieren. Vielleicht diesen Weg zurückwählen. Und den Fluss dann auch mal reißen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier so ungefähr. Das ist der Plan. Genau, das in der nächsten Folge wahrscheinlich sich abspielt. Ja, und dann danke ich fürs Zugucken.